Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft mit ein bisschen Rundspiel, ja, ein bisschen mehr. Und jo, wir sind im Dschungel hier drüben gewesen. Jetzt sind wir in der Nähe vom Haus. Jetzt müssen wir noch irgendwo das Haus finden, also sehen. Jo, dann können wir doch am besten noch ein bisschen tauchen. Ja, ich war ja auch auf dem Mondschnitzel-Server. Ich war ja auch noch auf dem sehr von Just Marco und jo, jetzt bin ich natürlich wieder zurück. Ich habe einige Zeit natürlich nicht mehr gespielt und also 2 Tage und es ist immer noch nicht die Forge. Also der Forge Launcher ist 0.10 oder so irgendwas und da gehen die Mods nicht. Das war Minimap und Ding nicht. Sag schon Iris. Und jetzt, oh, Dankeschön für den Follow, WS Mintro. Habe noch ein Follow bekommen jetzt. 12 Uhr, nein, 11:25 Uhr und es ist 12:06 Uhr. Okay. Nice. Ich bekomme auch noch Follow jetzt momentan. Wenn ich nicht streame, gut. Ich streame ja jeden Tag. Also dann, ja, eben, ist die Version zu niedrig. Dann tue ich es manuell installieren und danach heißt es in-game, dass die neue Version installiert ist und wenn ich die Mods einfüge, also Spiel beende und Mods einfüge, dann heißt es plötzlich, ich habe die alte Version noch. Ich weiß nicht, der Fabric Launcher, Fabric API ist völlig ja, schlecht designt beim Early Up. Also ja, wenn ein neuer Patch gekommen ist. Ich habe jetzt sonst eigentlich nicht immer Probleme gehabt, aber jetzt dieses Mal habe ich wieder mega Probleme. Jetzt weiß ich gar nicht, wo das ist. Aber wir sind in der Nähe, glaube ich, oder? Mist. Ja, ich brauche die Minimap, sonst verirrt sich doch der Drago ständig. Ich glaube, hier vorne irgendwo ist es. Können wir auch mal ein bisschen rennen. Da ist ein Gebirge. Waren wir in der Nähe eines Gebirges? Ich glaube, es ist dort vorne, oder? Ich will ein bisschen vorwärts kommen, aber diese, Reisezeiten sind manchmal ein bisschen groß. Ja gut, kann ich auch wieder ein Rollenspiel machen. Genug geklärt. Also dieser Berg sieht ja mega geil aus. Ja, ich habe es glaube ich irgendwo aufgeschrieben. War es nicht bei einem Lava? Es wäre in die Schwarzeichenholz. Die Schwarzeichenbäume. Es war irgendwo in der Nähe des Gebirges. Ah, da haben wir Kürbis, aber ich glaube, Kürbis haben wir schon. Wir nehmen einen Kürbis mal mit hier. Sehr gut. Ja, das sind ganz viele. Das zwei vorkommen oder was ist los? Ja, Weizenkörner könnte ich eigentlich. Ja, Weizenkörner. Das sind so viele. Also gehen wir einfach mal in die Richtung. Es war in der Nähe dieses Berges dort. Wahrscheinlich sind wir einfach in die falsche Richtung gelaufen. Wenn wir ein bisschen schräg laufen oder so, ja, ihr wisst es, kann sich schon ein bisschen verirren. Verirren wie die Irren. Okay, ein Ries. Krass. Hey, Alter. Echtes Rundenspiel. Oh, ich will aber einen haben. Das ist ein leuchtender. Dann leuchtet Tintenfisch. Aber ja, ich traue mich nicht. Ja, wir wollen ja auch zurückkommen. Zurück in unsere Heimatstätte. Zu unserem baldigen Haus. Okay. Schwarzeichen tönt schon mal gut. Jetzt können wir wieder ein bisschen rennen. Einfach nicht zu lange, weil sonst geht die Hungeranzeige schnell runter. So, jetzt müssen wir wieder pausieren. Okay, einmal, also wir sind noch ein bisschen falsch ja, gewesen, also in die falsche Richtung. Genau, dort drüben ist unser Haus. Dann gehen wir doch oben drüber, oder? Der Bock, hier über die Bäume zu laufen und mega viel Schaden bekommen, den ich nicht beherrschen kann, wenn ich erstmal in der Luft. Ein Bockspeilschaden zu erleiden. Ja, und ich habe Riesenfreude.
jetzt auch dann das Haus zu bauen. Ich habe gute Ideen gesammelt. Und ja, ich freue mich, dass ich jetzt wieder zu Hause bin. Ach ja, Minecraft ist schon manchmal wie. Jo. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Die 5 Minuten von diesem Part ist natürlich jetzt nicht gerade das gewesen, was einem jetzt wirklich auch sehr motiviert. Ich mache mal das Wasser hier auch noch aus. Soll ich noch schlafen? Im Boot können wir halt nicht gut schlafen. Unrealistisch. Geht nicht. Aha, eine Erde brauchen wir auch. Also hier das Wasser mal ein bisschen begrenzen. Es fließt zu viel. So. Genau. Wir machen das so, damit das Wasser nicht erlischt, also das Wasser noch geholt werden kann. Vielleicht können wir ja einen guten Wasserfall draus bauen. Wir wollen ja die Gegend sowieso sehr schön machen. So, Enderman, ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade auch nicht so. Kannst du mal kurz kommen? Wo bist du jetzt hin? Ich möchte kurz einen Blick machen. Lieber da. Ja, sorry. Nee, Mann, ja, die Endermänner kommen nicht hoch. Können uns nicht schaden. Aber es ist einer zu wenig hoch, habe ich gesehen. So, wir haben eine Enderperle. Sehr schön. Jo, der Creeper kommt nicht zum Glück. Sehr schön. Jo, wir wollen ja sehr viel mit NPCs machen. Also, ich habe jetzt auf dem Server von Dämonenschnitzel, also Kev, gesehen, dass ja, die Leute jetzt nicht immer so schöne Häuser bauen. Wegen Deck, oder? Also, dass die jetzt nicht so viele Rohstoffe verbrauchen. Oh. So. Ja, und ich möchte das anders machen. Ist jetzt unser Haus. Wo ist dieser Berg? Ich glaube ja, der eine schöne Berg da drüben. Okay, wir sind ein bisschen falsch gelaufen. Jo. Aber wir haben es gefunden. Also ich möchte einfach wunderschöne Häuser bauen für die Dorfbewohner. Wir brauchen vielleicht ein bisschen länger, bis unsere Farm wirklich auch funktioniert und so. Aber vielleicht auch so wirklich große Häuser und dann mehrere Leute drin, also mehrere Stände, also sagen wir den Zwecks Arbeitstische, genau. Jo. Und ich glaube, es ist hier, oder? Muss doch hier sein. Ja, es ist. Wir müssen das auch, ja, wir machen irgendwie Wege und Schilder, damit wir zurückfinden, solange wir nicht Minimap haben. Eine Minimap ist halt schon cool. Also man macht, wenn man Minimap hat, auch weniger Gedanken. Jo, dort ist das und dort ist das. Und deshalb findet man auch die Wege, wenn man dann keine Minimap hat, auch wieder schlecht. Und ich muss mich jetzt auch wieder kümmern darum. Also ist es wirklich nicht hier? Ist es denn dort hinten? Ich glaube, ich habe mich riesig verirrt. Könnte es sein, dass wir wirklich falsch gelaufen sind? Was habe ich den letzten Part noch gesagt am Schluss? Keine Ahnung. Also hier ist es auf jeden Fall nicht. Eigentlich müsste es hier drüben sein. Weil wir hier ja durchgegangen sind. Hier sind wir durchgegangen, dann muss es doch hier rechts sein. Aber da sind wir vorher durchgegangen. Ich habe mich völlig verirrt. Ihr wisst sicher, wo es ist. Ich natürlich nicht. Wie immer! Nee, es ist der Berg dort hinten! Wir sind daneben durchgegangen, oder? Ach Mano, wieso mache ich immer so lange Pausen zwischen den Parts? Weil ich einfach nicht immer zum Aufnehmen komme von einem Spiel. Es ist dieser Berg! Wieso sind wir daneben durchgegangen? Wir sind da wirklich links erst rein. Genau dieser Berg hier. Ah, oh, ich hätte einfach rechts gehen müssen. Mist. So ein Mist. Ah, ich liebe Gotik. Unbedingt mal Gotik in einem Let's Play oder so anschauen.
oder warten, bis ich eins mache. Ich kann es eigentlich schon bald machen, aber ich bin jetzt momentan echt unkonzentriert. Das Spiel braucht halt schon ein bisschen Konzentration und so. Ich würde es gerne machen. Gothic 1 schon mal. Und dann Gothic 2 natürlich im Anschluss. Und einfach auch ein bisschen mehr Rollenspiel machen, aber ich weiß einfach nicht, was ich alles installieren soll. Welche optische Mod, welche Content Mod. Ja, Definitive Edition wahrscheinlich. Glaube ich. So. Müssen wir hier drüben hin, glaube ich. Oder? Also hier haben wir die hingefällt. Genau. Müssen wir hier rüber. Oder in die andere Richtung. Warte kurz. In die andere Richtung ist. Ja, das ist. Ha! Ja, ich hab's gefunden. Yeah, jetzt bin ich auch wieder ein bisschen glücklicher. Auch der Drago findet mal einen Apfel. Ein Korn. Sehr gut. Yay, Drago hat es gefunden. Wunderbar. Hat's gefunden. Wir haben schon einen Dschungelsetzling mal gehabt. Cool. So, haben wir noch Erde? Haben wir irgendwo Erde? Ich möchte jetzt hier oben mal ein paar Bäume anpflanzen. Haben wir irgendwo Erde? Oh, da. So, irgendwo einfach anpflanzen, wenn wir jetzt gerade Bäume brauchen. Eine nicht bauen. Da waren wir jetzt gerade nicht. So, wo hat es eigentlich einen Lager? Halt mal. Bäume ein bisschen größer machen. So, ich klebe hier noch. Hier mache ich mal einen großen Baum hin und hier mache ich noch einen. Also mal alle Blöcke hier rein. Muss. Hier. Hier bis kann ich. Unten hinein. Dodele. Die nützen auch nichts. Einsetzen nützt auch nichts. So. Bisschen. So Blattwerk mache ich ein bisschen eine eigene Kiste. Hier. Blatt. Bäume zu tun. Machen wir hier rein. Und hier mache ich jetzt. Haben wir noch andere Setzlinge? Zwei ist natürlich wenig. Wir brauchen immer vier. Genau, ich tue die anpflanzen. So, also, ja, danke schön, dass du nicht um die Ecke kommst. Hilft natürlich sehr. Bisschen schwer. Hier Schwarzeiche. Hier. Eine Erde. So, mal in die Richtung. Reicht mal, wir brauchen einfach Platz für die Bäume. Da haben wir auch noch zwei. So, und hier fällen wir mal. Wir brauchen einfach mehr Setzlinge, deshalb müssen wir die schon fällen. Gut, also. Wir brauchen ja einfach Holz fürs Weiterbauen. Ja, und jetzt, ja, die wieder hin. Du bist ein bisschen groß gewachsen, lieber Baum. Jetzt auch ein bisschen kleiner wachsen können. Ja. Also, machen wir den dahin. Und hier unten können wir auch noch einen Baum hinmachen. Müssen wir auch irgendwie hochkommen, genau. Sehr schön. Hier haben wir auch verbreitet, genau. Hier, der ist auch gewachsen. Im Holz brauchen wir auch schon genügend haben. Da können wir auch noch fällen. Hier haben wir noch Setzlinge. Hier haben wir Holzstämme.
Okay. Dann mache ich doch da mal ein paar Sachen rein, die ich nicht unbedingt so dringend brauche. Dann hier auch noch wissen. Ja, sind die Kakaobohnen anpflanzen. Und wenn wir genügend Weizen haben, also ein Weizenfeld. Ja, es ist alles so uneben hier. Braucht einfach viel mehr Erde und dann können wir eigentlich machen. Weizenfeld anpflanzen. Machen wir es einfach mal hier. Das ist nicht so schön. Ja, dann machen wir mal einen unendlichen Brunnen hier oben. Ja. Verhungern wir ja noch. Brot, das geht halt auch bald zur Neige. Also, wo ist der unendlich? Vielleicht hier ein bisschen im Weg, ja. Ein Mist. Wir haben alles so uneben. Das ist einfach der World Generation. Generator macht einfach nicht gerade so nützliche Sachen. Eher nützliche Sachen. Egal, ist Pfeil. Was ist? Also, irgendwo ist, wo es geht. Doch das einfach irgendwo hier hin. Ja, Sache. Die Sachen mit der Sache. Sieht zwar nicht so schön aus, aber weg die nicht. So. Schön. Also. Jetzt müssen wir einfach diese Felder machen. Kurz noch das Wasser holen und dann wieder hinsetzen. Okay. Also in die rechte Seite machen wir Felder, denke ich mal. Hier einfach ein paar Felder, so Reisplantagen oder so, optisch. Wir machen ja ein asiatisches Gebäude. Da ist sehr gut hin. Und diese Pflanzensachen mache ich jetzt da oben hin. Löchbeeren noch anpflanzen irgendwann mal. Ja. So. Ja, und Holzsachen können wir hier rein tun. Auch nicht. Das ist viel. Oh. Ja, genau, explodieren noch. Ey, da ist eine Fackel irgendwo hin. Die war hier. Mann, wieso kommen Creeper einfach so? Schlimm so etwas. Und die irgendwie. Macht die jetzt einfach hier. Kann man sie gut abernten wieder. So, ja, die muss ich jetzt noch nicht. Eine Hacke, genau. Eine Hacke für den Drago, der sich verpflegen kann. Auch doch. Starken Drago. Wie bekommen wir jetzt NPCs her? Die kann man ja mit einem Boot entführen und die bleiben ja dann auch hier. Müssen wir irgendwo ein Dorf in der Nähe finden. Ja. Okay, Setzlinge haben wir nicht mehr drin. Müssen wir schauen. Rote Beete können wir auch schon anpflanzen. Und Zone. So, wie machen wir jetzt das? Also hier am Baum. Ja, Hobbygärtner. Melonen sollten dann irgendwo rechts hinkommen. So. Kürbisse. Kürbisse kommen
Der kann irgendwo hin, der kann irgendwo hin. Kann irgendwo hin. So. Jetzt ist der Baum noch im Weg. Haben wir schon ein bisschen warten. Also Mods kommen dann einfach, wenn ihr das Watch auch endlich mal richtig Update wird und nicht so falsch, damit die Mods nicht ja, einen zu hohen Forge-Version brauchen, die nicht existiert und blind so etwas. Ja, so doof. Sonst, wenn jemand das schon hat und es funktioniert bei ihm, kann es gerne mir senden, irgendwie bei Discord oder so. Das ist für mich jetzt gerade, ich weiß nicht, wo ich sonst noch eine Datei oder wieso die Datei ohne Launcher nicht installiert, richtig. Keine Ahnung. Immer so das Fragezeichen, dass man weiß, wieso es ein Fragezeichen ist. Gut, jetzt haben wir auch zu den Bambus. Mit Bambus kann man, glaube ich, das ist Kelp. Wir müssen ein bisschen Kelp anpflanzen. Okay, dann machen wir das jetzt, bevor wir meinen gehen. Wir haben jetzt nicht so dringend jemanden, wie auch schon bei anderen Projekten. Ich würde gerne ein bisschen mehr bauen. Bitte? Alles ein bisschen erkunden in den nächsten paar Parts. Viel. Und ein bisschen. Du musst jetzt hier anpflanzen, Inge. Hier. So, wir haben alle daran zu tun. Ich bin auch ein bisschen im Stress, weil ich natürlich schon vorwärts kommen will. So. Ja, ich muss ein paar Sachen eintun. Genau, die Axt geht kaputt. Ich sehe es leider unten nicht so ganz wegen der Einstellungen. Ausblenden. Ist ja ein. So blendet sich das nicht aus. Geh runter. Ah, das ist wegen dieser Einstellung, weil es unsichtbar ist. Okay. Ja. Ich habe es unsichtbar gemacht. Bildschirm im Hintergrund, der ja, mit der Maus mit so Ding macht, Streifen. Also das Streifen Glas, also Wasser, das rausfließt aus dem Mauszeiger und das habe ich dann gemacht, dass es noch unsichtbar ist, die Taskleiste. Und deshalb kann man das nicht reduzieren. Also es ist einfach nicht ganz unsichtbar, sondern es wird verschwommen und deshalb sehe ich unten die also die Leiste fehlbar nicht. Gut. Das ist ein bisschen doof. So, kann ich leider nicht müssen viel Rollenspiel gerade machen. Unser Haus sieht schon ziemlich gut aus. So einem niederen. Ich mache halt einfach eh mehr zu große Häuser für den Anfang. Das ist leider mir. Ich möchte immer direkt richtig gut bauen und das sieht man, es ist einfach gerade so schnell fertig immer. So, was haben wir denn hier noch? Jetzt haben wir wieder einen Dschungelsetzling, aber haben wir jetzt auch genug Dschungel? Bäume, aber haben wir genug Dschungelsetzlinge? Droppen genügend. Wieder nicht bei mir, gell? Fichten's, da haben wir den Schwung. Richtig. Hier haben wir Fichte. Hier ein. Wir brauchen Fichtenholz. Einfach mal hier rein. Und vielleicht hier nochmal so eine Ruhe.
noch unten sind. Also wir brauchen eine Ofentruhe, die machen wir hier drauf. Wir brauchen eine Gartentruhe, die ist hier. Brauchen wir eine Balkon Setzlingstruhe für die Bäume, die machen wir hier hin. So, noch ein Setzling gedroppt. Dann wir auch noch, ja, ich brauche noch einen. Eine Axt. Yeah. So. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt viele Projekte noch machen kann, aber ich habe schon noch Lust, irgendwie etwas im SimCity. Genau, SimCity kommt noch als weiteres Projekt. Und ja, bei Minecraft muss ich einfach schauen, was ich mache. Ich mehr dieses Projekt Server, aber Server würde ich auch gerne manchmal besuchen und dort spielen. Also Isaltis geht natürlich weiter, das habe ich jetzt einfach momentan wegen Zeitgründen nicht machen können. Und weil halt niemand online ist dort. Fast niemand außer der Svidiskill. Mache ich da momentan wieder weniger. Ich muss weniger machen. Und ja. Eben diese Stöcke von Bremen. So, also. Können schon noch ein bisschen Brot machen. Wir haben ja Weizen. Sammelt aus dem Dorf. 22 ist noch ein bisschen wenig. Ich habe noch Strohballen. Und dann müssen wir unbedingt den Garten erweitern. Hä? Wir müssen irgendwo Erde sammeln. Dann müssen wir halt wieder unterirdisch machen. Wir brauchen ein Dorf in der Nähe. Ein Dorf ist ja relativ da in der Hochebene. Gehen wir einfach mal hier rechts herum. Gibt es irgendwo Ruinen hier in der Nähe? Oder Schiffswracke? Ja gut. Wird wieder Nacht. Da haben wir eine Ruine. Ich traue mich noch nicht reinzugehen. Wir brauchen jetzt nicht so viel Schätze noch. Ah, das ist keine Wüste gut. Ich dachte schon. Ja, es wäre schon gut, wenn wir eine Wüste finden, aber ich dachte schon. Okay, Schildkröten, eine Schildkrötenzucht vielleicht hier machen oder in der Nähe von unserem Haus her. Können wir mal kurz ein paar Schleime suchen? Sehr wichtig. Wir werden schon nicht sterben, sonst werden wir einfach sterben. Wir haben aber den Spawnpunkt nicht. Ein Zombie schon mal. Die einfach aufkloppen, weiß ich auch nicht. Da musst du mal Oma fragen. Ja, die mein Heil mit gegen würde Zombies spawnen. Liebe brauche ich nicht. Ich brauche doch Schleims. Wo seid ihr denn? Nein, nicht noch ein Creeper. Weniger Creeper, dafür mehr. Eimer, bitte. Viele Monster, zu viele Creeper. Zu viele Creeper. Noch mehr Creeper. Für das Skelett. Hey. Ja, genau. Besser. Ich wurde noch getroffen, aber egal. Also, wo sind denn diese Schleimis? Die irgendwo Schleim. Was ist das? Ist das einfach ein Strand?
Oh, ein Schwarzeichenwald. Cool. Ja, ich würde gerne da etwas bauen. Ein Schwarzeichen. Megateiger meine ich natürlich. Mein Gott, ein Megateiger. Und eine Sumpfhütte. Ich weiß nicht, ob ich die Hexe gut besiegen kann. Vorbereiten ist die halbe Miete. Reaper kommen. Nicht kommt, muss nicht kommen. Okay. Sehr gut. Hier haben wir ja wirklich die Sachen, die wir eigentlich brauchen können. Ziemlich nah beieinander. Keine Katze, keine Hexe. Hallo? Vielleicht ist denn das gespawnt? Wo ist denn die Hexe? Nicht so gut, hä? Ja, sicher. Ich wollte eine Hexe besiegen und eine Katze mitnehmen. Das ist auch noch eine Challenge, die ich machen will. So viele schwarze Katzen wie möglich holen. zwei reichen und dann sie vermehren natürlich. Okay. Gehen wir mal einfach in den Sumpf weiter und. Jo. Bitte gerne einfach Schleime. Bitte, bitte, komm zu mir. Oh ja, das Putzzeug. Ich liebe das Putzzeug. Leder. Eine Schleime für die Frage. Lieber Creeper. Ich möchte keine Creeper. Creeper bringen nur Schwarzpulver. Bisschen zu wenig. Tabel. Ein Tempel. In den schneller Schwimmer. Hätte gerne einen Schleim. Das nicht hier in diesem. Ich tue jetzt natürlich alles Essen verbrauen. Ja, ein bisschen vorwärts kommen. Kurz gut zuerst, weil hier ein bisschen mehr Monster hat. Hier. So. Ja, und jetzt ist die andere Kuh natürlich viel zu weit weg. Oh. Ja. Okay, ein bisschen Leder haben wir gefarmt. Genau, der jemand, der nicht unbedingt gerne Tiere tötet. Jetzt können wir uns vielleicht auch angreifen. Oh. Die Creeper sind. Creepersken. Hätte gerne ein Schleim. Bitte gebt mir ein Schleim. Bitte gebt mir Schleim. Schleim, Schleim, Schleim. Wie ist es so, hä? Ja, jetzt nein, bitte. Ich vermisse Schleime. Ja, in Sümpfen eigentlich immer Tiere töten, weil die in Sümpfen jetzt nicht unbedingt holbar sind und so. Eine gute Idee, aber ich möchte jetzt auch nicht allzu viel farmen hier in der Nähe vom Haus. Wollte ich auch nicht die Dinge auf den hier wahrscheinlich alles baue. Oh cool, Sandstein. Wölder fliegt. Nice. Also Sandstein ist ja nicht so schlimm. Gravel muss ja nicht. Also vor allem mal graue Wolle, die ist natürlich selten. So viel Orchideen hätte ich gerne zum eine Farm zu bauen. Ja, die werde ich wahrscheinlich dann irgendwann bauen müssen.
brauchen wir viel zu lange, um irgendwelche Sachen zu fahren. Also diese Sachen mache ich um dieses Haus, was wir bauen, ja. Und die anderen Sachen, schön bauen, so mache ich dann bei einem anderen Ort, eben bei den Schneebergen, beim Snowy Peaks, Schneegipfel, werde ich dann ein schönes Dorf bauen. Ich habe es schon im Livestream gesagt von der Mundschnitzel selber. Ich werde an einer Klippe entlang das Dorf bauen. Also so ein bisschen, wie sagt man dem? Also man sagt eigentlich Minendörfer, das so zu dem, also Klippendörfer. Und ja, das möchte ich auch gerne so machen. Keine Schleime in diesem Sumpf. Wir müssen einen anderen Sumpf finden. Jetzt nämlich gleich Tag und wir haben immer noch keinen Sumpf, Schleim gefunden. Ja, einen Sumpf haben wir ja schon gefunden, aber ein Schleim. Ja, gut, also ja, dann gehen wir mal in die Richtung. Weil links ist ja noch das Meer. Gehen wir einfach hinter dem Wald, dann wieder nach links. Dann so ein bisschen links um diesen Mega-Tiger. Also hier ist auch alles Mega-Tiger, weil wir noch Pozol haben. Aber sieht eher nach einem normalen Fichtenwald aus. Also dieser Baum hier noch. Eher ein ganz großer Mega-Tiger. Also wenn ich wirklich Lust habe, mache ich hier im Mega-Tiger eine Stadt. Das wäre vielleicht noch ein gigantisches Ziel. Dann wirklich, sobald 1.19 wahrscheinlich schon draußen ist oder so. Aber auf jeden Fall etwas, was wirklich mega schön aussehen würde. So richtig wild. Genauso eine Wookie Forest. Wir machen ein Star Wars Projekt. Genau, ein Star Wars Projekt bitte für die Drago. Wäre eigentlich nicht schlecht. Also wir gehen einfach durch die Hälfte des Waldes. So, jetzt muss ich ein bisschen pausieren, sonst habe ich wieder. Okay, wieder ein Sumpf. Ja, töte dich selber. So, aber leider nur ein. Ja. Okay, schade, nur ein kleiner. Ja, zwei kleine noch. Bringen halt keinen Loot. So, ja, also jetzt müssen wir hier. Schweine töten wir jetzt nicht mehr. Eigentlich wieder Nacht haben. Leider sind diese Snowy Peaks nirgends zu finden. Cool, ein fliegender Fels. Schleime, ja, unterirdisch hätte ich auch einen Schleim fast gefunden. Ist jetzt gerade schwierig, an Schleime zu kommen, weil ich will eigentlich ja Dorfbewohner entführen und das kann man mit dem Seil, glaube ich, am besten. Ich weiß sonst auch nicht, wie ich das machen soll. Mit Loren noch oder einfach mit Booten. Aber Boote sind halt langsam auf Land. Ja. Ja, sicher. Ah, oh, bitte. Eben nicht immer die Sachen irgendwo ins Inventar. Schön in die Taskbar rum zuerst. Also die Anordnung, wo das Item dann als nächstes hingeht, ist immer falsch. Es ist immer rechtsbündig und ja, nie in der Taskbar zuerst. Ja, Stillbar. Ja, wir haben genug Sümpfe hier. Ich finde, die Sümpfe sehen auch besser aus als auch schon mal. Mochte das olivgrün nicht so. Es ist einfach dunkler. Je nach Texture Pack auch. Bei Vanilla habe ich nie so gerne gespielt. Weiß nicht, könnt ihr gerne sagen, wenn ihr mal ein Texture Pack noch sehen wollt im Projekt. Wenn es empfehlen. Macht einfach mehr, dann habt ihr es auch wirklich mehr Spaß und so. Also einfach ein bisschen entscheiden. Also in die Richtung gibt es Berge. Die schauen wir dann mal irgendwann mal an.
Sonnenblumen hätten wir hier, aber die will ich ja auch nicht. Hier hätten wir Pferde. Okay. Gut. Das merke ich mir noch, bis die Minimap natürlich da ist. So, machen wir hier. Schau. Okay, das ist jetzt nicht so gut. Stein. Keine Ahnung. Hier irgendwie. Scheinbar ja nicht. Doch, ja, hier ist sie. Okay, dann tun wir die Sachen mit Stein. Nehmen andere Sachen mit, die bisschen. Zum Beispiel Sand und Erde. Ein bisschen wichtiger. Reparaturangel, wunderbar. Sand ist wichtig. Rosenblatt ist nicht wichtig. Ja, vielleicht ein bisschen. Wir schon dieses Ding haben. Fleisch. Noch etwas wegwerfen, weil das Boot noch mitnehmen kommen muss. Und zwar Feuerstein finden wir immer wieder. Genau so. Immer richtig anordnen. Also im Sumpf bringt es ja jetzt auch nichts. Oder das Bohren im Regen bleiben auch. Das hat einfach nicht. Könnten doch irgendwo Schleime spawnen können, bitte. Ja, gut. Okay, eine Hütte. Eine Sumpfhütte für den Drager. Hätte die auch gar nicht mitnehmen müssen. Falsche Seite irgendwie. Hallo. Jetzt bin ich schon vergiftet. Genau. Kann man. Wie stark sind Hexen? Ist ja unglaublich, wie. Ah, verdammt. Hey, was ist denn los mit diesem Spiel manchmal? Das Balancing ist völlig scheiße. Also vor allem Ding. Sag schon, drei Zecke. Zwei, drei Zecke und man ist tot. Und jetzt auch diese Tränke. Ja, es ist einfach nicht balanciert. Ich mag das Spiel einfach überhaupt nicht wegen dem Balancing. Also wegen Balancing Gründen mag ich das Spiel manchmal überhaupt nicht. Es ist verdammt nochmal nicht möglich, da hochzukommen. Weil überall dieses scheiß Holz ist und keine Spitzaxt hatte. Ja, ich muss halt auch alles unten haben. Wenn die mal wirklich etwas mit dem Inventar machen könnten, dass das größer ist. Ei, das ist doch nicht schlimm. Das Game macht so viel Spaß, aber diese Kritikpunkte müssen jetzt mal genervt werden. Aus dem Spiel gebracht werden. Eieiei. So habe ich mich so aufgeregt. Ey. Immer Inventar voll, immer irgendwie nicht irgendwo bauen, platzieren können, wegen irgendwo Wasser. Es ist jetzt einfach mega schlecht falsch gelaufen. Wollte das gar nicht so machen. Ich hätte überlebt, wenn einfach das Spiel nicht sagte, nö, das und das und das und ja, die Hexe kann 1000 Tränke pro Sekunde werfen. Es ist unglaublich, wie Hexen einfach Tränke spammen können. Es ist nicht balanciert. Man kann gegen Hexen gar nichts machen, wenn sie nicht erreichbar sind. Gut. Wenn sie im Wasser sind oder so. Oder auf Hütten. Es ist einfach nicht richtig möglich. Eiland, zack. Ich nerv mich immer mehr. Ich habe jetzt schon so oft Minecraft gespielt. Mir ist immer wieder passiert, dass ich bei Hexen gestorben bin.
In Hexenhütten? Sonst ja, in der Mine, mega schwer, oder? Hexe, kein Problem. Man kann sie erreichen. Aber wenn die immer so viel spawnen, immer so mega harte Schadenstränke und Gifttränke werfen, dann sind sie einfach viel zu schwer. Man kann nichts machen Anfangs Spiel. Es ist unglaublich. Und genau deshalb habe ich Keep Inventory an. Ihr könnt mich Pussy nennen, ihr könnt mich Feigling nennen, oder ja, das ist das Gleiche. Aber hey, es ist wirklich unmöglich, das Spiel manchmal. Also das Balancing. Also wenn ich jetzt sage, was ist schlecht an Minecraft, dann ist es das Balancing. Es ist doch unglaublich, wenn man einen winzigen Fehler macht, dass man gleich sterben muss. Wenn man auch also die Level verliert und alles. Wieso verliert man eigentlich, wenn man jetzt so Level 60 ist oder so, eigentlich alles Level? Kann ja 10% Verlust sein oder so. Ist einfach unglaublich scheiße gemacht. Balancing technisch. Es gibt so viel zu kritisieren. Einfach balancing technisch. Sollten mal anständig auch ein Mod oder so zu haben. Nein, es gibt keine Balancing Mods. Nennt mir mal einen Mod, der Balancing macht. Es macht immer alles schwieriger. Housecraft zum Beispiel. Essen ist schwieriger. Dann Animania macht das Essen schwieriger. Dann irgendwelche RPG-Mods machen das Essen schwieriger. Es ist immer das Gleiche. Ich hätte jetzt gerne mal einen Mod, der einfach auch das Inventar vergrößert oder ja, irgendwie zum Beispiel einfach Monster jetzt nicht unbedingt immer so mega stark macht, sondern Zufalls generiert. So Sachen. Ich brauche so Sachen, bitte. Also, wenn mich ein Modding-Community stört, dann ist es die von Minecraft. In jedem anderen Spiel ist die Modding-Community eigentlich relativ gut. Aber in Minecraft ist die Modding-Community einfach Technik oder scheiß RPG, das unbalanciert ist. Also wirklich schlechtes RPG. Ich hätte gerne Hack and Slay RPG oder so. Aber zum Beispiel Mine & Slash oder Hack & Slash früher ist einfach nicht balanciert. Die Monster sind entweder zu schwer oder zu leicht. Das ist wirklich schlimm. Also, ich habe einfach meistens nur ein bisschen Hassliebe zu Minecraft. Weil manchmal klappt einfach nichts, was ich auch plane. Ich habe ja eigentlich gutes Spielverständnis, aber dann kommt irgendwie wieder etwas wie eine Hexe oder so. Die einem einfach so mega zuspammt mit Schadenstränken und kann ich dagegen ausmachen, weil die ja natürlich eine riesen Reichweite haben und so weiter. Also es ist alles eigentlich schief gegangen, deshalb bin ich so sauer, sorry. Genau deswegen bin ich so sauer. Habe den Zombies in der Nähe. Ist jetzt schnell aber dunkel geworden. Weiß jetzt nicht, ob ich hier richtig bin, aber der Berg ist ja in der Nähe. Wenn ich das zu Hause finde, dann finde ich eigentlich auch einen Todesort. Ich glaube hier, gell, hier in diesem Meer sind wir dann rüber. Also hier hinten ist das Haus. Und ist hier irgendwo das Sumpf, wo wir zuerst waren? Zweiter Sumpf in diesem Part. Hier ist auch noch eine grüne. Also hier ist das Haus. Okay. Da ist der Sumpf, genau. Aber wir müssen jetzt irgendwo in die Richtung zuerst noch. Irgendwas gehört an. Delfin, okay. Das ist schön, dass wir schneller werden durch Beihilfe der Delfine. Ah, ich habe mich beruhigt. Das war wirklich schlimm. Also so etwas wäre mir eigentlich nicht passiert, wenn ich nicht so krank wäre. Also dann Kopfschmerzen, tiefer Blutdruck habe und so Sachen. Wäre mir das gar nie passiert. Gar nicht. Ah, hier, gell? Die Richtung. Also ungefähr in die Richtung. Und das wieder nicht so gut gemerkt. Naja. Es ist auch schwierig. Der World Generate ist ganz anders jetzt. Ich will keine Sumpfblumen. Ja, wird man wieder einfach immer mitgebremst. So will ich die nicht anecken. Auch nicht mitnehmen müssen. Weil sie natürlich immer sofort abgebaut werden.
Vor allem, wieso sind eigentlich Sumpfblumen so mega abbremsend? Also Kaputtgeber, hier ist dieser. Wunderbar. Ja, Hexe, Hexe, Hexe ist noch hier. Und jetzt Boot, lass mich einfach raus. Das ist auch irgendwie ein Bug oder so, dass ich einfach nicht vom Boot weg kann. Nein. Gut, er trinkt, er trinkt. Oh, blöde Hexe. Okay, sie. Was brauchen wir? Glowstone? Nicht. Einen Redstone brauchen wir nicht, ich hab Glowstone. So, also bitte. Also das nächste Mal ein bisschen anständiger Lego-Spiel. So unanständig, so schwierig für mich. Nein, kein Bock. Das Spiel sagt etwas anderes, aber gut. Genau, hier haben wir eine schwarze Katze. Die müssen wir halt mit Fisch zähmen und wir haben keinen Fisch noch. Dann gehen wir einfach zurück. Fertig. Einfach zurück zu unserem Dorf, zu unserem Haus. Mach ich das? Also hier gerne noch weiter erkunden dann. Oder mit Minimap. Ich kann sie während dem RPG auch manchmal ausmachen. Das muss nicht immer an sein. Und so. Hier ist eine Tretmine. Überall sind Tretminen. Nein! Death! We are destroyed! Ja. Warte kurz. Los, du. Hinsetzen. Schnell. Jetzt überlebst du das nicht. Ja, sicher! Was ist denn das? Minecraft, nicht in diesem Part ein bisschen herumnerven. Lieber nicht zu viel herumnerven. Sonst komme ich und rufe dich. Melde dich an. Verklage dich, genau. Das wollte ich sagen. Leben so etwas. Minecraft ist einfach manchmal ein bisschen nervig. Ja, aber eben, es ist einfach eine ein Liebeshass, oder wie man dann sagt. Wenn manchmal etwas nicht so läuft in einem super Spiel, ist man mehr genervt, als wenn ein schlechtes Spiel nervt. Man ist gewöhnt an das Spiel, man sich nervt, und hier nervt man sich einfach, weil man es nicht genervt, gewöhnt ist und so. Ja, es ist einfach sehr schwer. So, die Knochen gleich holen und die brauche ich noch. Hier hätten wir auch reingehen können. Im Boot, oder? Ja, nicht ganz. Vielleicht einfach nicht zu sehen. So, hier haben wir doch ein paar Sachen. Nämlich Knochen holen. Hui. Oh Mann, wo ist jetzt denn wieder das Boot? Ach, dieses automatische Aufsammeln nervt mich manchmal, weil die Items einfach nicht mehr. Wir gingen sie immer zuerst in die Taskbar. Haben sie einfach schon verschlechtert. Nein, jetzt in einem Part lang kam RPG, weil ich einfach Spielgenerve. Die nervt zu viel für RPG. Nee, es ist ja gar nicht so schlimm, aber ich möchte doch auch ein bisschen etwas machen können, wenn ich noch nicht so gutes Equip habe. Eine Hexe oder so, wie kann ja so sein, ja, auch die Rüstung durchbrechen. Was ist da drin? Mal kurz schauen, was da. Jetzt gar noch nicht so aufgefallen hier. Unten? Wahrscheinlich so direkt auch noch nicht gesehen. Okay, einfach eine kleine Höhle. Ja, die werden ja auch manchmal durch die Berge durch generiert, aber hier leider nicht. Okay, schade. Ja, dann gibt es im nächsten Part mal ein Mining und Hausbau. Eine Folge. Jo. Gut. Können ja alles Fleisch auch mal hier rein tun.
dass das was Ding zu tun hat. Ja, mit Farming. Ja, dann nehmen wir die Sachen gleich mal mit. So, die Angel. Ich könnte ja mal ein bisschen angeln bis zum nächsten Part. Genau. So, und jo, mehr gibt's jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Die Hacke mal. Ich nicht. Dann haben wir im nächsten Part auch ein bisschen Essen. Gut. So, und dann, ja, einen wunderschönen Tag. Tschüss.